Der Meister und Margarita ist der bekannteste Roman des russischen Schriftstellers Mikhail Bulgakov und ein Klassiker der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Bulgakov schrieb den Roman ab 1928 und diktierte seiner Frau Jelena kurz vor seinem Tod im März 1940 die letzte Fassung. Das von der Zensur um rund ein Achtel gekürzte Werk erschien ab November 1966 in Fortsetzungen in der Literaturzeitschrift Moskwa, deren Auflage von 150.000 Exemplaren in dieser Zeit stets binnen weniger Stunden ausverkauft war. Viele Kunden lasen den Roman innerhalb kürzester Zeit durch und konnten ihn auswendig wiedergeben, Gruppenlesungen wurden veranstaltet. Der Roman wurde in der Öffentlichkeit diskutiert. Die von der Zensur herausgekürzten Teile wurden mit der Schreibmaschine oder handschriftlich vervielfältigt und heimlich verbreitet. Ein wesentlicher Handlungsort, die tatsächlich existierende Wohnung Nummer 50 in der Sadovaya 302b 55ste 7669.937,594116, 30, in welcher der Autor selbst von 1921 bis 1924 ein Zimmer bewohnte, ist mittlerweile zu einem beliebten Ausflugsziel von Bulgarkov-Verehrern geworden. Inhalt der Roman schildert in einer allegorischen und witzigen, satirischen Weise das Leben in Moskau zu dieser Zeit. Viele Kritiker zählen den Roman zu den wichtigsten russischen Erzählungen des 20. Jahrhunderts und halten ihn für eine der besten Satiren der Zeit, gerichtet gegen die starre Bürokratie der leidenschaftlich atheistischen Sowjetunion. Das zweite Hauptthema des Romans ist mit den menschlichen Werten wie gut und böse, Gott und Teufel, Leben und Tod verbunden. Die Erlösung aller Beteiligten, deren freiwilliges Werkzeug auch der Teufel ist, steht hierbei im Mittelpunkt. Einige Kapitel enthalten eine auf historische Glaubwürdigkeit bedachte Erzählung über Pontius Pilatus während der letzten Tage Jesu Christi, der in der Erzählung mit seinem hebräischen Namen Yeshua genannt wird. Aus beiden Handlungssträngen ergibt sich das dritte Hauptthema. Keine größere Sünde als die Feigheit. Keiner der Moskauer Beteiligten ist wirklich bereit, sich der höheren Macht, teils der Staatsmacht, teils der des Satans, zu stellen. Auch Pontius Pilatus verzichtet angesichts der Konsequenzen auf die Freilassung Jeschuas. Ein weiteres Thema des Romans ist das des Künstlers und der Kunst. Handlung. Begleitet von verschiedenen Gehilfen am auffälligsten ist ein riesiger Kater namens Behemoth erscheint eines Tages in der Karwoche der Teufel in Moskau getarnt als der Ausländer wohland Professor für schwarze Magie. Er bringt alsbald einige Verwirrung in das Stadtleben, etwa während seiner öffentlichen Auftritte als Zauberkünstler. Besonders konzentriert sich das Geschehen aber auf das Haus Sadovaya 302b Wohnung 50, deren Bewohner und Nachbarn schon seit zwei Jahren der Reihe nach auf mehr oder weniger einfallsreiche Weise verschwinden. So kommt es unter anderem zu einem unheimlichen Todesfall und einer Verhaftung, während ein anderer Bewohner sich plötzlich in Jalta wiederfindet. Die Moskauer, besonders die offiziellen Stellen, versuchen all dies und auch die sonstige Verwirrung, die Wohland anrichtet, meist naturwissenschaftlich zu erklären, wobei etwa Hypnose für alles verantwortlich gemacht wird. Die erste Hälfte des Buches geht dem Ende zu, als erstmals der Titel hält erscheint ein ehemaliger Schriftsteller von etwa 38 Jahren, der seinen Namen vergessen hat und sich nach dem Kosenamen, den seine frühere Geliebte für ihn hatte, nur der Meister nennt. Er begegnet einem dem Leser schon länger bekannten Insassen eines Irrenhauses, der aufgrund der Unglaubwürdigkeit eines Erlebnisses mit Wohland dorthin kam. Der Meister erzählt ihm sein Leben. Als Historiker an einem Moskauer Museum und hochgebildet, hat er zwei Jahre zuvor zufällig 100.000 Rubel gewonnen, in einer neuen Wohnung ein neues Leben begonnen und angefangen, an einem Roman über Pontius Pilatus zu schreiben. In dieses neue Leben trat eine verheiratete Frau, Margarita, die seine große Liebe wurde. Als der Roman fertig war, fand sich kein Verleger, der bereit war, ihn zu drucken. Lediglich ein längerer Auszug wurde veröffentlicht, was in der Presse sofort heftige Beschimpfungen des Autors hervorrief. Der Meister verfiel in Wahnsinn, wurde zuerst wegen Besitzes illegaler Literatur verhaftet und ging dann offenbar freiwillig in eine psychiatrische Klinik. Seine geliebte hat er seither nicht wieder getroffen. Margarita ist mit ihrem Leben unzufrieden, obwohl sie materiell durch ihren reichen Garten bestens versorgt ist. Sie liebt den Meister und sehnt sich noch immer nach ihm. Als ihr Mann einmal abwesend ist, lässt sie sich auf einen Handel mit einem Gehilfen ein. Da dieser, das ist das Geheimnis der verhexten Wohnung Nummer 50, dort einen Ball geben will und dafür eine Ballkönigin benötigt. Diese Rolle soll Margarita übernehmen, die durch eine Flugsalbe zur Hexe wird. Zum Dank für die anstrengende Aufgabe der Ballkönigin wird ihr der Wunsch erfüllt noch einmal mit dem Meister in dessen Kellerwohnung leben zu dürfen. Auf Anweisung Jesu hinlassen Woland und seine Gehilfen den Meister und Margarita schließlich sterben, sie haben Ruhe verdient. Eine zweite Handlung, die sich später als der Roman des Meisters entpuppt, ist wenigen Tagen im Leben des römischen Prokurators Pontius Pilatus gewidmet, der für die Verurteilung Jesu von Nazareth, hier Jeschua genannt, verantwortlich ist. Die Handlung folgt zwar grob den biblischen Berichten, ist aber aller übernatürlichen Vorkommnisse entkleidet. Und auch die zahlreiche Anhängerschaft, die der biblische Jesus hat, fehlt hier. Jeschua wird in weit höherem Maße als in den Evangelien als pazifistischer und bis zur Selbstverleugnung menschenfreundlicher Mensch dargestellt. Pilatus ist krank und unzufrieden und würde am liebsten Gift nehmen. Das einzige Wesen, das er liebt, ist sein Hund. Jeshua spendet ihm zunächst etwas Trost und Pilatus spielt mit dem Gedanken, den Todgeweihten zu begnadigen, als er jedoch von Jeshuas Gedanken zum Staat hört, muss er das Todesurteil bestätigen, was seine geistige Lage nur noch verschlimmert. Eine tragikomische Figur in diesem Teil des Romans ist Jeshuas Jünger Ludwig Matthäus, der dessen Worte falsch versteht und ebenso falsch niederschreibt, die Auferstehung Jesu ist sogar eine von ihm verfasste bewusste Fälschung. Dieser Handlungsstrang wird in drei Abschnitten in die Haupthandlung eingeflochten, wie der Leser erfährt. Ist der Inhalt der Jeschwa Kapitel mit dem Roman des Meisters identisch? Das erste Mal taucht ein Teil dieser Handlung auf, als Voland einen hartnäckigen Atheisten von der Existenz Jesu zu überzeugen versucht und ihm ein erstes Stück dieser Geschichte erzählt. Am Schluss des Buches laufen beide Handlungsstränge zusammen. Roland und seine Gehilfen führen den Meister und Margarita nach deren Tod in der Osternacht zu ihrem romantisch geschilderten ewigen Haus durch die Wildnis und passieren dabei Jerusalem. Nicht weit von der Stadt sitzt der depressive Pilatus, den der Meister auf einen Hinweis Wolands mit der Nachricht Jeschwa warte auf ihn dazu veranlasst in den Himmel zu gehen. Erstmals erhält hier die Figur des Jeschwa eine der christlichen vergleichbare metaphysische Bedeutung. Auch Pilatus ist nun also erlöst. Charaktere, Haupthandlung, Woland, der Teufel höchst persönlich, der Meister Verfasser eines Romans über Pontius Pilatus, Margarita Nikulfna, verheiratete Geliebte des Meisters, wurde auserwählt beim Frühlingsball Königin zu sein. Gehilfen Wolands, korofjew auch Fagott. Gehilfe Volanz einmal angeblich ehemaliger Kantor. Dann Dolmetscher des Professors eigentlich Rittertypisch sind der gesprungene Zwicker und die karierte Hose. Behemoth, teils kater, teils katerartiger Mensch eigentlich Hofnavolanz Freund Korofjews mit dem er gegen Ende des Buches der Moskauer Bevölkerung allerlei Streiche spielt. Asasello der dritte Gehilfe von Woland, eigentlich Todesdämon, typisch sind ein Hauer, der ihm aus dem Mund ragt und die roten Haare. Gellar Hexe und bedienstete Wolands Vampirin. Ebden der Todesengel. Andere wichtige Nebenrollen: Ivan Nikolajewitsch Ponyru Pseudonym Bestomni, schlechter Dichter, später Professor für Geschichte und Philosophie, wird nach einer Begegnung mit Woland in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und lernt dort den Meister kennen. Mikhail Alexandrovich Beljots, Vorsitzender der Moskauer Literaturvereinigung. Mit seiner und bestomnis Begegnung mit Woland an den Moskauer Patriarchenteichen und seinem anschließenden. Von Woland prophezeiten Tod beginnt das Buch. Stepan Stopal Bogdanowitsch Lichodejev. Direktor des Varite Theaters in dem wohland auftritt und Bewohner in der Sadowaja 302b wird durch Woland, der in seiner Wohnung Quartier bezieht. Nach Jalta hinweg Lichodejev bedeutet ungefähr so viel wie Übeltäter. Grigori Danilowitsch Rimski, Finanzdirektor des Varite Theaters, flieht nach Leningrad. Ivan Saweljewitsch varnucha Variierte Administrator wird von Gelat zum Vampir gemacht und löst später Rimskis Flucht aus. Dr. Stravinsky, Chefarzt der Psychiatrie, Nikanor Ivanovich Bosoi, Vorsitzender des Hauskomitees der Sadovaya 302b, bekommt von Woland Devisen, damit dieser unbehelligt in der Nummer 50 wohnen kann, wird jedoch von ihm verraten und wegen der Devisen festgenommen. Er kommt anschließend in die Psychiatrie. George Bengalschi Konferenzie. Ihm wird während der Theatervorstellung von Wohland der Kopf abgetrennt und anschließend wieder aufgesetzt. Auch er kommt infolgedessen in die Psychiatrie. Latunski bei Margarita und dem Meister verhasster Kritiker, dessen Wohnung Margarita nach ihrer Verwandlung zur Hexe zerstört. Pilatus Handlung Pontius Pilatus. Historische und auch in den biblischen Passions-Erzählungen vorkommende Gestalt, Hauptfigur der Pilatus Handlung. Anhand derer Schuldhaftigkeit ein Erlösungsbedürfnis thematisiert wird. Jeschwa. Bei Bulgakov ein schlichter Mensch mit großer Menschenkenntnis. Levi Matthäus. Alles missverstehender Jünger von Jeschwa, der seine Worte notiert. Judas aus Kirjeth. Schönling. Der aufgrund seiner Verstrickung in den Prozess um Jeschwa vom römischen Geheimdienst ermordet wird. Insbesondere diese Figur weicht also stark vom biblischen Vorbild ab, das Selbstmord begeht. Afranius, Chef des Geheimdienstes, Vertrauter Pilatus, der einiges über die Vorgänge in der Stadt weiß. Seinen Erfolg bei der Aufdeckung eines geplanten Mordkomplotts gegen Judas und sogar den tatsächlichen Mord hat er aber selbst inszeniert. Kaiphas, der hohe Priester, die wesentlichen Figuren der Pilatus Handlung weisen abgesehen vom Geheimdienstchef Parallelen zu Figuren aus den biblischen Überlieferungen auf. In einigen, teilweise wesentlichen Punkten unterscheidet sich die Schilderung von Bulgakov jedoch von den biblischen Geschichten. Eine Auferstehung findet nicht statt. Und Judas erhängt sich nicht, sondern wird im verdeckten Auftrag Pilatus erstochen. Man beachte, dass Teile der Pilatus-Handlung zum Schluss mit der Haupthandlung verbunden werden. Pilatus, Levi Matthäus sowie Eschwart tauchen also auch in der Haupthandlung auf. Der Roman wurde in der Zeit zwischen 1928 und Bulgakows Tod verfasst und darf somit als Lebenswerk des Autors angesehen werden. Er enthält daher praktisch jede Art der Literatur. Fiktion und Elemente aus Sagen wechseln sich ab mit der realistischen Schilderung historischer wie damals zeitgenössischer Gegebenheiten. Satire erscheint ebenso wie Witz ohne Hintergedanken. Und einen wesentlichen Teil des Romans machen neben der ewigen Liebe der Hauptfiguren die Religiosität und Philosophie Bulgakovs aus. In Bulgakovs Philosophie spielen Vergebung, Erlösung und ewige Ruhe eine zentrale Rolle, verdeutlicht durch den Schluss des Romans. Der Teufel ist kein gleichberechtigter Gegenpart zu Gott, sondern dient eher dazu, der Welt mit Schatten mehr Plastizität zu verleihen. Außerdem ist er, so grausam er auch alleine während der Handlung zwei Menschen ermordet, doch nur williges Werkzeug der Erlösung. Wie Louis wie Matthäus oft die Lehren seines Edols Yeshua versteht, so auch diesen Zusammenhang. Als er gegen Schluss des Stückes Jeschuas Auftrag an Woland weitergibt, zeigt er nichts als Hass. Es wird im Roman auch das Thema des Künstlers und der Kunst aufgeworfen. Der Hauptheld des Romans, der Meister, verkörpert einen echten Künstler, dessen Manuskripte nicht verbrennen. Eine große Aufmerksamkeit schenkt der Autor auch der menschlichen Liebe, die alles sogar den Tod zu überwinden vermag. Zum Verständnis des satirischen Teils dieses Werkes ist ein kurzer Exkurs in die Sowjetunion der 1930er Jahre hilfreich. Die Sowjetunion hatte sich unter Stalin zu einem totalen Überwachungsstaat entwickelt. Ihre geradezu irrationale und dabei unheimlich konsequente Bürokratie ließ das Land zu einer riesigen Groteske erstarren. Man muss wissen, dass die Bevölkerung und mit ihr auch möglicherweise Bulgakov nicht Stalin für den Schuldigen an den Zuständen im Lande hielt. Sondern eben diese Bürokraten und man dachte, wenn Stalin von deren Treiben erführe, würde er die Missstände umgehend abstellen. Zudem war Bulgakov als Bürgerkriegsveteran auf, weißer. Seite wohl kein Freund der Sowjetunion. Bezug zu Goethes Faust. Schon im Motto verweist Bulgakow auf Goethes Faust. Es lautet, damit ist Woland gemeint und diesen Namen gibt sich Mephistopheles in der Walpurgisnachtszene selbst. Analog dazu ist der Meister ein Verweis auf Faust und die Margarita eine Verkörperung von Gretchen, deren Name eine Koseform von Margarete ist. Die Handlung des Romans nimmt in verschiedener Hinsicht Goethes Werk auf und parodiert es oder benutzt es zur Parodie. So kann beispielsweise des Meisters Pakt mit Satan als ein faustischer Pakt gelesen werden oder die Rettung des Meisters und der Margarita als ein. Verweis auf den Schluss von Fausti. Auch auf einer symbolischen Ebene können zahlreiche Bezüge ausgemacht werden, so kommt Zb. das Pudelmotiv mehrfach vor. Der Ball ist eine Variation des Walpurgis nachthemas Deutsche Ausgaben Bekannt geworden ist der Roman durch die Übersetzung von Thomas Reschke. Der Meister und Margarita Verlag Kultur und Fortschritt Berlin 1968 Der Meister und Margarita DTV München 1978 ISBN 3472820101 Der Meister und Margarita mit Illustrationen von Hans Fronius. Vollkuh. Welt Berlin 1982. ISBN 3-353-00269-3. Der Meister und Margarita. Mit Nachwort von Ralf Schröder. Aufbau Verlag Berlin Weimar 1983. Aus der Reihe Taschenbibliothek der Weltliteratur. Der Meister und Margarita. Buchclub 65 Berlin 1985. Der Meister und Margarita. Vollkuh. Welt Berlin 1994. ISBN 3-353-00942-6. Der Meister und Margarita. Sammlung Luchterhand. München 2005. ISBN 978-3-630-62093-0. Der Meister und Margarita. Ed. Spiegel, Hamburg 2007 ISBN 3 87763 0294. Neben der Übersetzung von Reschke existieren mittlerweile weitere Übersetzungen ins Deutsche. Der Meister und Margarita. Übersetzt von Erik Bönner, Norderstedt 2012 ISBN 9783844810295. 0295. Meister und Margarita Übersetzt von Alexander Nitzberg, Berlin 2012, ISBN 9783869710587. Von verschiedenen älteren Entwürfen des Romans, die von Bulgakow später vernichtet wurden. Überlebten Teile als Abschriften in den Archiven des Geheimdienstes. Unter dem Titel Der schwarze Magier wurden mehrere zusammenhängende Kapitel dieser älteren Romanversionen als Band 4 der gesammelten Werke Bulgakows. In deutscher Sprache übersetzt von Renate und Thomas Reschke vom Verlag Volk und Welt herausgegeben. Hörbuch, Hörspiel. 1991. Jelem Jerusalem. Die Pilatus-Kapitel des Romans als dreiteiliges Hörspiel. Mit Michael Degen, Ulrich Wildgruber, Thomas Holzmann, Hermann Lause, VR. Bearbeitung und Regie. Jörg Jennings. NDR 1991. 1998. Der Meister und Margarita, Funkerzählung, Komposition, Uwe Hilprecht, Bearbeitung und Regie, Petra Meinburg, nach der Übersetzung von Thomas Reschke mit Jürgen Hensch, Thomas Thieme, Bärbel Rühl, Jürgen Holz, Peter Fricke, Hermann Bayer, Hilmar Eichhorn, Jürgen Thormann, Winfried Glatzeder, Gerthauke, Dieter Mann, Martin Reinke, Stefan Lisewski, Daniel Minetti, Erik S., Klein, Hans-Jürgen Hörig, Horst Lebinski, UVA, MDR 1998, Der Hörverlag 1999, ISBN 3867174539, Neuauflage 2003 auf 10 CDS. ISBN 9783899442773, ausgezeichnet als Hörbuch des Jahres 1999. 2014. Meister und Margarita, Hörspiel. Komposition, Bearbeitung und Regie. Klaus Buhler nach der Übersetzung von Alexander Nitzberg. BR 2014, zwölf Teile. Mit Michael Rothschopf, Manfred Zapatka, Karl Markowitz, Valerie Czeplanova, Wolfram Berger, Felix von Manteuffel, Milan Peschel, Dietmar Beer. Werner Wölbern, Janette Spasowa, Samuel Finzi, Stefan Wilkening, Thomas Thieme, Wolfram Koch, Jens Harzer, Gottfried Breitfuß, Margit Bendokat, Caroline Ebner, Steffen Scheumann, Stefan Bismayer, Schult, Johannes Silberschneider, Hans Kremmer, Hendrik Ernst, Christiane Rosbach, Nathalie Selig, Lars Rudolf, Jacqueline Makuli, Stefan Zinner, BR Hörspiel und Medienkunst 2014. Als Podcast-Download im BR-Hörspiel-Pool. Hörbuch-Edition. Der Hörverlag. ISBN 9783844514285. Adeptionen. Der Komponist Jörg Höller verarbeitete das Buch zu einer gleichnamigen Oper in zwei Akten, die 1989 in Paris-Ruhr aufgeführt wurde. Rainer Kunatz Oper kam bereits 1986 in Karlsruhe heraus und wurde schon bald darauf etwa vom Tita Wirki in Warschau unter der musikalischen Leitung von Robert Satanowski nachgespielt. Diese Produktion lief mehrmals in den Kulturprogrammen des deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Fernsehens. In der Hamburger Kampnagelfabrik wurde der Roman 1989 vom PANTHRTER -E in der Bearbeitung und unter der Regie von Michael Laie zum ersten Mal in Westdeutschland als Theaterstück aufgeführt. Vorher hatte es 1987 an der Ostberliner Volksbühne eine Bühnenfassung unter der Regie von Siegfried Höchst gegeben. An der Berliner Volksbühne wurde der Roman Ende 2002 als Bühnenstück unter der Regie von Frank Kastorf aufgeführt. Die Produktion war bis 2008 auf dem Spielplan. Am Wiener Burgtheater in der Spielstätte im Casino wurde das Stück in der Fassung von Niklaus Helpling und Sebastian Huber und der Regie von Niklaus Helpling am 12. Mai 2006 Uhr aufgeführt. Zurzeit ist diese Fassung im Akademietheater zu sehen. In der Spielzeit 2007-2008 feierte eine Bühnenfassung unter der Regie von Sebastian Baumgarten am Düsseldorfer Schauspielhaus Premiere. Am 11. Februar 2012 feierte eine Bühnenfassung von Felicitas Zürcher unter der Regie von Wolfgang Engel am Staatsschauspiel Dresden Premiere. Vitali Rutschinski schrieb Teufels Werke. Ein Roman um Bulgakovs Der Meister und Margarita, eine Satire auf Geheimdienste, Staat und die Verführbarkeit von Menschen, Deutsch 2002. Zu den zahlreichen Werken, die direkt oder indirekt von Bulgakovs Roman inspiriert wurden, gehört Tu. A. Auch das Lied Sympathy for the Devil von The Rolling Stones.